Da ist er. Dieser eingebildete Mistkerl. Bringen wir es hinter uns. Wir müssen klug vorgehen. Es sind sehr viele. Verdammt lange nicht mehr gekommen. Ja, tja. Keine Kontakte mehr im Norden. Keine Kontakte im Süden. Scheiße, ich weiß nicht, wer uns doch was verkaufen soll. Deshalb machen wir wohl diese... Gleich da! Wie du es gelernt hast. Oh, ich hab ihn. Hey Mann, wir können das doch regeln, oder? Weiter so. Das Büro. Der Wirt ist bestimmt da drin. Holen wir ihn. Oh Scheiße! Zurück, zurück, verdammt! Wir wollen nur reden, Robert. Es gibt verdammt nochmal nichts zu reden! Nimm die Knarre runter! Haut endlich ab! Er haut ab! Robert! Nein, hier lang! Wir haben ihn gleich! Hallo! Hallo! Hallo, Robert. Joel. Ihr nehmt's mir nicht übel, oder? Warum auch? Okay. Scheiße, verdammt! Hab dich vermisst? Hör zu, was immer ihr gehört habt, das stimmt. Wir müssen hier weg. Sofort! Ihr wollt den Deal? Dann los! Ich weiß einen Ausweg. Kommt! Deine Leute? Der Rest von ihnen. Was glaubst du, warum ich euch fragen muss? Hier lang. Warum jetzt? Wir waren ruhig. Wir wollten die Stadt verlassen, aber sie brauchen Schuldige. Sie wollten uns provozieren. Sie haben es wohl geschafft. Wir mussten uns verteidigen. Hilf mir doch mal.
Hey, hältst du das noch durch? Es geht. Moment, Soldaten. Da geht's raus, die Tür unter der Brücke. Keine besonders schönen Aussichten. Es ist zwar nicht deine Art, aber wir könnten um sie herumschleichen. Mal sehen, wie es läuft. Lasst uns gehen. Wir müssen zu dieser Tür. Ihr solltet uns heute keinen Ärger machen. Leckt mich am Arsch. Zu dieser Tür. Ihr solltet uns heute keinen Ärger machen. Leckt mich am Arsch. Gleich hier. Wohin gehen wir, Marlene? Hier lang. Ist nicht mehr weit. Geht's dir gut? Ich bin ganz schön fertig, aber es geht schon. Wir sind jetzt auch gleich da. Wer ohne entsprechenden Passierschein aufgegriffen wird, wird verhaftet und verurteilt. Was sollen wir schmuggeln? Ich zeig's euch.
Joel, hilf mir mal eben. Wow, wow, wow. Vorsichtig. Steh auf. Lass die Scheißfinger von hier! Hör auf damit! Oh, ich habe Schüsse gehört, aber... Was war los? Die Fireflies. Das wird uns auch passieren, wenn wir auf der Straße bleiben. Du bist der Boss. Ich folge dir nun. Hier runter. Los, mach ihn. Ja, doch. Wo gehen wir hin? Da hoch. Da kommen wir zum Nordtunnel. Da hochkommen. Hab nur kurz Geduld. Illegales? Manchmal. Auch schon mal ein Kind geschmuggelt? Nein, bisher nicht. Was läuft da eigentlich mit dir und Marlene? Ich weiß nicht. Sie ist eine Freundin, schätze ich. Eine Freundin, ne? Du bist also befreundet mit der Anführerin der Fireflies. Wie alt bist du? 12? Sie kannte meine Mutter. Und sie kümmert sich um mich. Und ich bin 14. Auch wenn das absolut nicht wichtig ist. Wo sind deine Eltern? Wer hat überhaupt noch Eltern? Sie sind tot, schon sehr lange. Und anstatt zur Schule zu gehen, haust du lieber ab und gehst zu den Fireflies. War es so? Hey, ich darf dir nicht sagen, warum du mich schmuggelst, wenn du darauf hinaus willst. Weißt du, was toll an meinem Job ist? Ich muss gar nichts wissen.
Um ehrlich zu sein, interessiert's mich einen Scheiß, was du vorhast. Hier ist es. Findest du es nicht komisch, dass sie uns die Arbeit überlassen? Marlene wollte es selbst machen. Wir waren nicht erste Wahl. Ist sicher nicht mal die zweite. Sie hat viele Leute verloren. Da blieb ihr nichts übrig. Ja, hoffentlich lebt noch einer, der uns bezahlt. Da wird schon jemand sein.